Finn-Reporter beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI. Mit KI kann man Stimmen produzieren, zum Beispiel die Stimmen von Figuren in Kinderfilmen und Serien. Brauchen wir dann noch Synchronsprecher? Das wollen wir von Olaf Schubert wissen. Er spricht die Figur Angst im Film Alles steht Kopf 2. Wir sind Nail und Jonas. Hi. Wir sind Kinderreporter bei der Kindersuchmaschine Frag Finn. Wir haben ein paar Fragen zu Ihrer Rolle als Synchronsprecher der Figur Angst im Film Alles steht Kopf 2. Wie sind Sie dazu gekommen, die Figur Angst zu sprechen? Das läuft ja quasi über eine große Firma. Also Disney sucht ja dann immer Sprecher, ne, die das sozusagen aus dem Amerikanischen hier rüber beamen. Und für mich kam das völlig überraschend. Da kam plötzlich ein Anruf und die haben gesagt, hier, Olaf, könntest du das machen? Hast du Lust? Traust du dir das zu? Und da habe ich natürlich spontan gesagt, yes. Und dann habe ich die Angst das erste Mal gesehen und natürlich dann festgestellt, hier sieht man, dass der ja halt sowas Ähnliches anhat wie ich. Und insofern war mir das ja quasi auf den Leib gedengelt. Ja. Wir sind Kinderreporter und beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema künstliche Intelligenz in Kinderfilmen und Serien. Wir würden gerne wissen, wurde KI beim Schreiben oder Übersetzen der Texte für die Figuren eingesetzt? Hat KI dabei geholfen? Also mir persönlich nicht. Beim Synchronisieren, beim Übersetzen und beim Texteschreiben, das macht noch richtig ein Dramaturg und ein Regisseur, die machen sich da den Plan. Und die machen das noch so mit ganz langweilig wie früher mit Gehirn. Haben Sie Angst, als Synchronsprecher bald von einer KI ersetzt zu werden? Angst habe ich da jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann geht. Also, dass das irgendwann bestimmt bald geht. Und dann ist die Frage, ja, kann man besser sein als so ein Roboter? Kann man irgendwas, was der Computer nicht kann, und dann wird sich das zeigen. Genau. Und wenn die mich dann eben nicht mehr wollen als Synchronstimme, dann mache ich eben was anderes, dann sollen sie ihre doofe KI nehmen. Bill. Wovor hatten Sie denn in der Pubertät Angst? Da war ja plötzlich so viel neu, so die Eltern wurden peinlich, ich wurde peinlich, meine Freunde wurden uncool, alles war irgendwie. Ja, und ich habe dann gedacht, wenn die mich alle selber so doof finden wie ich mich, dann ist es ja, dann bin ich ja wirklich doof. Und Mädels und so, da hatte man auch Angst, so wie spricht man jetzt mit denen, wollen die was von mir hier, und ja, da gab es viele Ängste. Haben Sie wie im Film immer einen Fallschirm dabei? Nein, aber man sollte langsam drüber. Ich habe kurz so gedacht, wäre eigentlich gar nicht so gar nicht schlecht, so ein Multi-Fallschirm, der für alles hilft, für alles und gegen alles, den man als Helm benutzen kann, als Limonade, als Schwert, als Schnürsenkel, so ein Omni-Tool. Ja, da könnte man mal die KI fragen, dass die mal eins entwickelt, was man sich so als App aus dem Handy rausbeamen kann. Das wäre noch zu erfinden. Vielen Dank für das Interview. Aber bitte. Dankeschön. Ja. Fortsetzung folgt. Mehr Videos auf www.finnreporter.de und auf fragfinn.de.